Die läuft bereits und Sie haben dann hinterher die Möglichkeit, diese Präsentation herunterzuladen und sich dann nochmal anzusehen, entweder in unserem Download-Bereich oder auf YouTube. Den Link finden Sie gleich in einem der nächsten Slides. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Webseite. Sie haben also die Möglichkeit, hier auf der Autodesk.com Help-Webinars-Seite eine Liste aller Produktsupport-Webinare einzusehen, die wir anbieten. Das heißt, neben diesem AutoCAD-Webinar, neben diesem deutschsprachigen AutoCAD-Webinar, bieten wir eine ganze Reihe an anderen Webinaren an, zu allen möglichen anderen Produkten. Und Sie sind herzlich eingeladen, da mal drauf zu schauen und ja, zu schauen, ob da was für Sie bei ist. Man muss sagen, dass der Großteil der Webinare, die dort angeboten werden zu den anderen Produkten, momentan in englischer Sprache verfügbar ist. Ja, wir werden so nach und nach, wenn Bedarf da ist, auch weitere Webinare in deutscher Sprache anbieten. Aber wenn Sie das nicht abschreckt, dass das Webinar in Englisch ist, sind Sie herzlich eingeladen, sich da auch zu anderen Webinaren zu registrieren. Sie sehen dort eine Auflistung über die Termine für künftige Webinare und auch den Link zur Aufzeichnung von früheren Webinaren. Und Sie haben die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Ja, Sie können uns Feedback geben, entweder zum aktuellen Webinar, wie hat es Ihnen gefallen, was für Ideen oder Vorschläge haben Sie für Themen zu künftigen Webinaren, wenn Sie sagen, okay, ich möchte gerne mal was über Blöcke hören oder über dynamische Blöcke. Dann sind wir da sehr dankbar für und Sie haben die Möglichkeit, in dem Forum, was an diese Seite angeschlossen ist, diese entsprechende Rückmeldung zu geben oder indem Sie uns eine E-Mail schreiben an diese Mailadresse, die hier unten angegeben ist, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie da in die Betreffzeile eintragen, erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ, dann ist auch sichergestellt, dass es dann auf jeden Fall an der richtigen Stelle landen wird. Gut, hier noch eine Übersicht der Webinare, die wir bereits für Sie gehalten haben in deutscher Sprache. Das ist also mittlerweile schon eine ganze Reihe. Diese ganzen Webinare finden Sie, wie gesagt, in unserem Download-Bereich zur Verfügung. Das komplette Material mit der PowerPoint, der Aufzeichnung und den entsprechenden Beispieldateien. Und darüber hinaus haben wir einen YouTube-Channel, diesen AutoCAD Exchange. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Den Link finden Sie hier oder in der E-Mail, die Sie im Anschluss an dieses Webinar zugeschickt bekommen, oder einfach indem Sie googeln, entweder auf YouTube oder auf Google, erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ, dann finden Sie auch relativ schnell diesen YouTube-Channel mit den Aufzeichnungen der vorherigen Webinare. Okay, schauen wir uns kurz an, was sich in unserem Knowledge Network getan hat. Das Knowledge Network ist ja eine hilfreiche Anlaufstelle für Sie und da haben Sie also immer die aktuellsten Informationen zu Ihren Produkten, was ja da gerade los ist. Wir haben also einige Dokumentationen zu Problemen, die auftreten. Es gibt also einen Lösungsartikel zu Abstürzen, wenn AutoCAD stürzt unter bestimmten Umständen ab, während es geöffnet wird. Das ist da entsprechend dokumentiert. Wenn Sie das feststellen, dann lohnt es sich, da mal vorbeizuschauen. Es gibt ein Problem mit einem bestimmten Windows Security Update, das heißt ein automatisches Update, was unter Umständen installiert ist im Rahmen dieses Windows Updates. Und da können Sie feststellen, dass AutoCAD dann abstürzt. Das wird ausgelöst durch dieses Sicherheitsupdate. Und ja, es gibt oftmals Fragen zum Windows 8 und 8.1 Support für Autodesk-Produkte und das ist dort ebenfalls dokumentiert. Hallo Holger. Ja, hallo Carsten. Hier spricht der Carsten. Es scheint so, dass wir kein Bild sehen von deiner Präsentation. Oh je. Ja. Okay. Vielleicht stoppe ich es nochmal und zeige es jetzt nochmal an.
Da hadern wir jetzt selber mit der Technik, da muss ich mich für entschuldigen. Es ist so, dass für Sie zur Information, wir haben ja so ein, ja, so ein Testfenster, wie quasi die Teilnehmeransicht aussieht. Also das, was Sie quasi sehen würden. Und das ist momentan für mich nur grau. Ja, das heißt, das unterstreicht eigentlich, dass Sie tatsächlich anscheinend kein Bild sehen. Ich habe die Übertragung jetzt nochmal neu gestartet. Aber es scheint sich nichts zu tun. Doch jetzt, ich hoffe, dass es jetzt da sein sollte. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Na wunderbar. Okay, danke für die Rückmeldung. gut, ich denke mal, wir können dann an der Stelle weitermachen. Diejenigen von Ihnen, die da schon früher mal dabei waren, ja, kennen diese Slides ja, die mit den allgemeinen Hinweisen. Und ansonsten finden Sie die PowerPoint, wenn Sie das interessiert, dann auch noch in dem Download-Bereich später zum Nachrecherchieren. Okay, wir waren hier bei dem Knowledge Network. Das heißt, da finden Sie Dokumentation zu den häufigsten Problemen. Es gibt also eine sozusagen eine Top-10-Liste der häufigsten Anfragen, die wir bekommen, die dann entsprechend dort dokumentiert sind. Zum Beispiel auch, wie AutoCAD auf die Voreinstellungen zurückgesetzt wird. How to reset AutoCAD to defaults. Das war so eine gängige Methode, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, einfach mal zurücksetzen auf die Voreinstellungen. Dann hat man in vielen Fällen das Problem dann schon damit erschlagen. Okay, Produktivitätstipps und Tricks. Bevor wir jetzt weitermachen, eine kurze Rückfrage, wie Sie, für Sie an, wie immer, ja, wenn Sie uns kurz eine Rückmeldung geben könnten, ob dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar ist, an dem Sie teilnehmen. Ja, wenn Sie uns da einfach zu statistischen Zwecken eine Rückmeldung geben, dann sind wir da sehr dankbar für. Ja, Sie kennen das ja auch schon. Ich sehe, ein Großteil ist also wiederkehrende Besucher und das ist natürlich schön, dass Sie ja, da den entsprechenden Mehrwert sehen und dann noch vermehrt einschalten. Okay, vielen Dank dafür. Und dann noch eine weitere Frage, ob Sie bereits die 2016-Version von AutoCAD oder AutoCAD LT, je nachdem, womit Sie arbeiten, installiert haben. Das ist einfach ganz interessant für uns, so im Laufe der Webinare zu sehen, okay, ja, ganz am Anfang, das ist ja nun schon einige Wochen oder einige Monate verfügbar. Und ich sehe auch, der Großteil von Ihnen, also ungefähr drei Viertel von Ihnen, arbeitet tatsächlich bereits mit der 2016-Version. Und ja, das ist natürlich auch erfreulich. Okay, vielen Dank auch dafür. Gut, dann ja, schauen wir uns an, was wir für Sie heute vorbereitet haben. Es geht also um Tipps und Tricks, was wir darunter verstehen. Das sind jetzt keine ja, wirklich groß angelegten Sachen, sondern vieles davon, was wir Ihnen zeigen werden, sind einfach kleine Kniffe, Abkürzungen, um bestimmte Dinge zu erreichen, die einfach ja, vielleicht ein paar weniger Mausklicks erfordern als das, was Sie bisher, so wie sie bisher verfahren sind. Und es sind einfach altbewährte Sachen, die ja, wir festgestellt haben, dass einem das Leben erleichtern. Es sind ein paar neue Sachen. Es ist oftmals so, dass man über die Jahre, auch wenn sie schon langjährige AutoCAD-Anwender sind, einfach in so einer Arbeitsweise feststeckt und ja, wirklich ohne großartig nachzudenken immer die gleichen Arbeitsweisen anwendet. Und dann ist so ein Input von außen halt mal hilfreich, wenn man sieht, okay, es geht auch anders oder es geht vielleicht ein bisschen einfacher als das, wie man es einfach gewohnt ist. Und dann über die Summe der Befehlsschritte macht das dann doch eine erhebliche Arbeitserleichterung aus. Ja, wir zeigen Ihnen Befehlsoptionen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, oder versteckte Befehlsoptionen, die so zunächst mal nicht dokumentiert oder ersichtlich sind, und auch Systemvariablen in diesem Sinne. Okay. Dann, ja, bevor wir groß weiterreden, schauen wir uns direkt mal an, wie es geht. Das heißt, ich gehe mal in das Programm hier rein, auch in AutoCAD Version 2016, wie Sie hier sehen. Ja, der ein oder andere, oder Sie werden wahrscheinlich schon diese Beispieldatei hier kennen. Das ist ja eine sehr beliebte Beispieldatei in unseren Webinaren, die wir wieder verwenden. Ja, jetzt ist es so, wenn ich die also hier entsprechend öffne. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben also eine sehr komplexe Datei und
ja, wissen jetzt nicht, in welchem Arbeitsbereich Sie vorher gerade waren, gibt es die Möglichkeit, Ansichten aufzurufen. Das heißt, ich kann mir jetzt die Ansicht, die ich beim Öffnen dieser Datei hatte, relativ einfach wieder aufrufen, einfach mit dem Befehlskürzel AS oder minus AS, dash AS für Ansicht, und dann habe ich die Option, eine Ansicht zu holen. Ja, mit dieser Option holen, also mit H, kann ich dann eine entsprechende Ansicht wieder aufrufen, in diesem Falle die V1-Ansicht, und dann wird mir zurückgezoomt an diese Stelle, die halt beim Öffnen dieser Datei sichtbar war. Diese Ansicht war natürlich vorher abgespeichert, aber das ist einfach ein Hinweis darauf, wenn Sie mit gespeicherten Ansichten arbeiten, kann Ihnen das Leben erleichtern. Wenn Sie das Befehlskürzel AS eingeben, bekommen Sie diesen Ansichtsmanager, und da sehen Sie also ja diese Ansicht V1. Das heißt, das ist die Ansicht, die entsprechend abgespeichert wurde, und ich kann beliebig viele andere Ansichten abspeichern und dann zwischen diesen Ansichten hin und her springen. Wie gesagt, das ist sehr hilfreich, wenn Sie mit sehr komplexen Zeichnungen arbeiten und da oftmals in Stellen feststecken und sich einfach diese Ansicht abspeichern, um dann leicht dahin zurückzukehren. Diesen Befehlsaufruf können Sie auch als Makro quasi erstellen. Einfach, ja, wir hatten ja vorher da mal schon ein Webinar zur Makroerstellung, wie das funktioniert. Und Sie könnten, es wäre denkbar, dass Sie sich dieses Makro zum Aufrufen einer bestimmten Ansicht einfach ja, zum Beispiel auf einen Multifunktionsleisten-Button legen oder auf einen Werkzeugkasten und dann auf einen Button. Und wenn Sie da draufklicken, dann wird automatisch eine entsprechende Ansicht dann aufgerufen. Jetzt ja, habe ich mal mir die Aufgabe gestellt, hier zum Beispiel dieses Telefon, diesen Block auf die andere Seite zu kopieren. Sie sehen hier das kleine Büro von Arnold, und sein Kollege Robert möchte also auch ein Telefon haben. Ja, das kann ich natürlich machen, indem ich das einfach hier rüber spiegel. Ich zeige Ihnen eine alternative Methode, wenn Sie das Telefon da entsprechend ausrichten wollen. Einfach indem das Telefon angewählt wird und dann über die rechte Maustaste, sage ich, Ausgewähltes hinzufügen. Das heißt, Sie müssen nicht nochmal über den Einfügen-Dialog dann dieses Telefon raussuchen, sondern Sie können bei bestehenden Objekten einfach mit rechts klicken und sagen, das, was ich gerade ausgewählt habe, möchte ich nochmal hinzufügen. Und dann habe ich dieses Telefon also in der Angel, ja, an dem Einfügepunkt rechts unten. Ich möchte das jetzt aber entsprechend hier an dem Tisch, ja, schön ausgerichtet in der Mitte einfügen. Ja, das heißt, ich würde das Telefon zunächst mal drehen, ja, damit es halt entsprechend ausgerichtet ist. Und dafür gibt es mit dem Rechtsklick die Option Drehen, und ich drehe es dann um minus 90 Grad, also ja, nach rechts herum, sodass es halt entsprechend schön ausgerichtet ist für diesen Schreibtisch. Und dann möchte ich es an der Mittelkante. Ja, also Robert ist hier also ein Pedant, der alles schön geortet haben möchte auf seinem Schreibtisch und entsprechend auch das Telefon genau in der Mitte stehen haben möchte. Und dafür kann ich den Basiseinfügepunkt verschieben. Sie sehen ja hier, ich habe den Basiseinfügepunkt dieses Blockes an der rechten unteren Ecke. Ich kann aber auch sagen, ich möchte als Basispunkt beispielsweise diesen Mittelpunkt hier unten verwenden. Der wird mir jetzt nicht angezeigt. Ich habe also meine Fangpunkte anders eingestellt, sodass Mittelpunkte nicht gefangen werden. Nun, das kann ich durch Steuerung und rechte Maustaste für einen Klick überschreiben, indem ich sage, ich möchte den Mittelpunkt hier von der unteren Kante fangen. So, jetzt habe ich das Telefon also hier dran an der Angel und kann dann nochmal hier den Mittelpunkt von dieser Tischkante fangen. Ja, machen wir es doch lieber hier rüber. Nochmal Mittelpunkt. Ja, und habe das Telefon dann schön ausgerichtet hier genau in der Mitte. Faktor 1, Drehpunkt 1, und dann ist es also schön da entsprechend ausgerichtet. Ja, das können Sie natürlich auch in mehreren Einzelschritten machen, wenn Sie mit Verschieben, Kopieren und Drehen befehlen. Aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, wie Sie das in einem Befehl, während Sie das Telefon halt an der Angel haben, erschlagen können. Ja, Sie sehen hier die Fangpunkte, die ich umgestellt habe, während ich konstruiert habe. Das ist also hier eine Einstellung in den
Objekt fängen. Ich habe also hier eine bestimmte Kombination von Fangpunkten ein- und ausgeschaltet, den Endpunkt, Mittelpunkt und den Punkt. Ja, wenn ich da mal reingehe in die Objektfangeinstellungen, sieht das also so aus. Von den ganzen möglichen Fangpunkten habe ich also diese drei hier eingeschaltet. Ich würde zum Beispiel das Zentrum nochmal dazu nehmen. Und das ist also meine klassische Kombination. Und diese Kombination der eingestellten Fangpunkte wird gespeichert in der Systemvariable OS-Mode. Ja, und Sie sehen, wenn ich die eingebe über die Kommandozeile, hat die momentan den Wert 15. Ich kann Ihnen mal zeigen, wie die entsprechend dokumentiert ist. Ja, in der Hilfe, da sehen Sie also, die kann im Prinzip einen Wert ja, bis zu mehreren tausend haben. Und diese Variable OS-Mode beschreibt quasi in ihrem Wert die Summe aus den eingestellten Fangpunkten. Ja, momentan ist es also mit 15 eingestellt. Das heißt, ich habe hier den Fangpunkt Punkt, den Fangpunkt Zentrum, Mittelpunkt und Endpunkt eingestellt. Ja, und die Summe aus diesen vier Fangpunkten mit diesen Werten 1, 2, 4 und 8 ergibt also 15. Und auf diese Weise kann ich sehr einfach eine bestimmte Kombination von Fangpunkten mir wieder aufrufen. Das heißt, wenn Sie da im Laufe Ihrer Bearbeitung die Fangpunkte ein- und ausstellen und anstatt dann hier wieder reinzugehen und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt den eingestellt und den. Ja, und dann sagen Sie, okay, jetzt möchte ich es entsprechend wieder umgestellt haben, weil mir das jetzt alles irgendwie ja, zu wild ist, können Sie natürlich wieder hier reingehen. Sie können aber einfach wieder sagen, OS-Mode, die jetzt den Wert 621 hat, stelle ich wieder auf 15 und da haben Sie dann wieder Ihre Ausgangseinstellung mit dem Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum und Punkt. Ja, so wie ich Ihnen das vorher gezeigt hatte. Das heißt, wenn Sie sich einfach einen Wert für Ihre übliche Einstellung merken und diesen dann über OS-Mode aufrufen, ist das eine sehr einfache Möglichkeit, da wieder zu Ihrer Ausgangseinstellung zurückzugehen. Und auch das können Sie sich als Makro auf einen Button legen, auf einen Multifunktionsleisten-Button oder auf einen Werkzeugleisten-Button. Okay, dann schauen wir uns eine andere Beispieldatei an, das ist also diese hier, die sieht so ein bisschen kryptisch aus, da möchte ich Ihnen zeigen, ja, wenn Sie Befehle zum Stutzen von diesen Liniengeometrien, ja, wenn ich jetzt diese Linie so stutzen möchte, dass hier eine Ecke nur bleibt, kann ich natürlich hingehen mit dem Stutzenbefehl die beiden auswählen, dann die überstehenden Linien anwählen und ja, erreiche das entsprechend. Was Sie auch machen können, ist den Abrundenbefehl oder den Abphasenbefehl dafür zu verwenden. Und zwar, wenn ich den Abrundenbefehl aufrufe, ja, dann kann ich hier die erste Linie auswählen, die zweite Linie auswählen und dann sehen Sie, einfach durch zwei Mausklicke haben Sie das entsprechend dann getrimmt. Der Grund dafür ist, dass der Ausgangswert für den Radius beim Aufrufen des Abrundenbefehls 0 ist. Das heißt, AutoCAD erstellt in dem Sinne hier eine Abrundung mit dem Radius 0, was natürlich gleichbedeutend ist, einfach mit einer scharfen Ecke. Ja, und dieser, das können Sie auch überprüfen, wenn ich hier nochmal reingehe in den Abrundenbefehl und den Radius, die Radiusoption aufrufe, dann habe ich also hier als Ausgangsradius 0 und das entspricht also einfach einer scharfen Ecke ohne eine Abrundung quasi. Ja, und da kann ich einfach mit dem Abrundenbefehl die beiden Linien auswählen und ja, sparen wir dann quasi ein paar Mausklicks im Vergleich zu dem Stutzenbefehl, den ich unter Umständen aufrufen möchte. Das gleiche erreichen Sie, wenn Sie hier die Linien verlängern möchten. Ja, wenn ich hier quasi durch Verlängern so eine Ecke haben möchte, kann ich auch das mit dem Abrunden- oder Abphasenbefehl machen. Einfach indem ich die erste Linie auswähle, die zweite Linie auswähle und dann so eine Ecke gebildet wird. Gut, dann wiederum so eine Ecksituation. Sie haben ja unter Umständen die Anforderung, dass ja, Sie möchten, dass es eine durchgehende Linie wird. Ja, hier habe ich ja jetzt zwei einzelne Linien. Sie möchten das aber unter Umständen als Polylinienecke konstruiert haben. Das heißt, ein durchgehendes Liniensegment oder Linie mit zwei Segmenten, anstatt zwei einzelne Linien, so wie es hier der Fall ist. Das heißt, momentan habe ich hier zwei einzelne Linien.
Und der erste Schritt wäre, dass ich mir zunächst mal eine dieser Linien umwandle in eine Polylinie. Nun, wie machen Sie das? Dafür gibt es den Befehl p-edit, also poly-edit zum Editieren einer Polylinie. Und wenn ich diese Linien dann auswähle, na, p-edit, Polylinie auswählen, bekomme ich eine Abfrage, das ausgewählte Element ist keine Polylinie, soll es in eine Polylinie verwandelt werden? Und da können Sie sagen, ja, und dann wird das entsprechend in eine Polylinie verwandelt. Es ist jetzt so, dass ja, Sie diese Abfrage jedes Mal bekommen, wenn Sie diesen Befehl auswählen und dann jedes Mal sagen, ja oder nein. Im üblichen Fall würden Sie ja sagen, ja. Da gibt es eine Möglichkeit, das Ganze sich zu ersparen, wenn Sie nämlich mit der Systemvariable p-edit-accept arbeiten. Und diese Systemvariable p-edit-accept ist also auf den Vorgabewert 0 eingestellt. Und wenn Sie das auf 1 stellen, dann bewirkt das einfach, dass diese Abfrage, ob das Element in eine Polylinie verwandelt werden soll, automatisch immer akzeptiert wird. Das heißt, die Abfrage kommt eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich das also jetzt auf 1 stelle und jetzt nochmal diese Polylinie verändern möchte, ich wähle also diese normale Linie aus, würde jetzt normalerweise die Abfrage bekommen, soll es in eine Polylinie verändert werden, wähle die aus und die Abfrage kommt nicht mehr, sondern es wird einfach umgewandelt. Ja, jetzt sehen Sie, okay, das ist also eine Polylinie mit nur einem Segment, aber wenn ich jetzt hier den Abrundenbefehl anwähle, ja, dann sehen Sie automatisch, das hinzugefügte Element zu der Polylinie wird auch eine Polylinie. Und ich habe also hier eine durchgehende Polylinie mit zwei Segmenten, mit den entsprechenden ja, Bearbeitungsmöglichkeiten, die ich für eine Polylinie habe. Ja, Sie sehen, über das Eigenschaftenfenster habe ich also hier eine Polylinie. Okay. Eine einfache Linie, die ich, wenn ich hier den Mittelpunkt anfasse, dieser Griffpunkt, der mir hier angezeigt wird, und dabei die Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich diese Linie ja, mehrfach kopieren in immer den gleichen Abständen. Ja, das heißt, die erste Kopie, die erstellt wird, da wird quasi der Abstand gespeichert, der Versatz gespeichert, und ich kann dann beliebig viele andere Kopien in dem gleichen Abstand hinzufügen. Ja, das Ganze funktioniert einfach, indem Sie die auswählen und dann an dem Mittelpunkt bei gedrückter Maustaste diese Linie entsprechend kopieren. Ja, und dieser Abstand wird dann quasi gespeichert und ich kann dann beliebig viele Kopien entsprechend dann absetzen. Ja, ist also einfacher, als mit dem Versetzen-Befehl zu arbeiten oder gar mit dem Reihe-Befehl, einfach indem Sie ja, diese Abstände über den Bildschirm abgreifen quasi. Hier kann ich jetzt ja, zum Beispiel abrunden, indem ich diese Linie anwähle und der Radius, der dann beim Abrunden erstellt wird, den muss ich nicht eingeben, sondern der wird automatisch hier eingefügt. Wenn ich einfach hier nochmal diese Linie auswähle, bei zwei parallelen Linien, da wird einfach der Radius zum Abrunden automatisch kalkuliert. Okay, ja, schauen wir uns dieses Beispiel an. Ja, wenn ich jetzt hier zu diesem Rechteck einen Kreis in die Mitte setzen möchte, ja, dann sehen Sie, okay, kann ich jetzt, habe ich jetzt hier meine Fangpunkte für den Mittelpunkt. Und Sie sehen, okay, da wird mir jetzt die Fangpunktspur angezeigt. Wenn Sie diese Fangpunkte nicht bekommen oder die Fangpunktspur, kann ich mir das entsprechend ein- und ausschalten, entweder über die Statusleiste hier unten oder über die Kurzwahl F3 oder F11. Ja, wenn ich also F3 hin und her schalte, dann werden mir die Fangpunkte entsprechend ein- und ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich es ausgeschaltet habe, bekomme ich keine Fangpunkte. Wenn ich es eingeschaltet habe, sehen Sie, bekomme ich diese Fangpunkte angezeigt. Das gleiche mit der Objektfangspur mit der Taste F11. Ja, da bekomme ich zwar hier den Fangpunkt angezeigt, aber keine Fangspur. Wenn ich sie eingeschaltet habe, dann wird mir die Fangspur wieder angezeigt.
Einfach eine kleine Hilfe, wenn Sie diese F-Tasten, die Abkürzung über die F-Tasten beherrschen, dann ist das auch unter Umständen eine Zeitersparnis, wenn man da oft hin und her schaltet. Gut, kommen wir zur Konstruktion. Ich zeige also hier den Mittelpunkt des Kreises, einfach indem ich die Fangspuren von diesen beiden Mittelpunkten mir hier rüber konstruiere und diesen Mittelpunkt dann gefangen habe und den Kreis entsprechend dann zeichne. Ja, sagen wir einfach mit dem Abstand 1. Und jetzt würde ich noch da Achslinien hinzufügen mit der und die auf den Layer Center legen, indem ich also einfach hier eine Linie zeichne von dem Mittelpunkt des Kreises nach oben, und zwar einfach indem ich diesen Punkt durch Überfahren mit der Maus abgreife, aber nicht klicke. Das heißt, von da aus ziehe ich dann eine Fangspur auf in die Richtung, in der ich den Anfangspunkt der Linie setzen möchte, und gebe dann den Abstand ein, 1,25 nach oben. Da ist der Anfangspunkt meiner Linie, und von da aus möchte ich 2,5 Einheiten nach unten. So, da habe ich jetzt diese Linie gesetzt. Diese Linie, das gleiche könnte ich jetzt machen in der horizontalen Richtung, aber was ich auch machen kann, ist einfach diese Linie markieren und dann anhand der, wieder indem ich auf den Mittelpunkt klicke, kann ich mit der rechten Maustaste sagen, okay, ich möchte die drehen um 90 Grad. Das heißt, die Linie an den Mittelpunkt auswählen, mit der rechten Maustaste die Optionen aufrufen, drehen. Und dann ist es wichtig, dass Sie nochmals mit der rechten Maustaste sagen, ich möchte es kopieren, denn sonst wird das Ausgangsobjekt gedreht. Dann haben Sie zwar die neue horizontale Linie, aber die vertikale Linie ist quasi weg. Wenn ich sage kopieren und dann einfach hier den Punkt fange, dann ist die Linie erstellt worden. Das heißt, da die einfachen Bearbeitungsbefehle wie bewegen, drehen, kopieren und so weiter, können Sie über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste aufrufen, ohne hier oben in die Multifunktionsleiste reingehen zu müssen und da die Befehle aufzurufen. Einfach indem Sie das auswählen, auf den Mittelpunkt klicken und mit rechts diese Basisbefehle quasi aufrufen. Jetzt ist es ja so, dass, das haben Sie ja gesehen, ich kann mir diese Objektfangspuren hier ziehen, kann jeweils so durch herüberfahren, einzelne Punkte markieren und kriegt dann immer diese Objektfangspuren angezeigt. Das kann jetzt schon sein, dass bei einer komplexen Zeichnung, wo Sie viele Elemente haben, die sehr dicht beieinander liegen, das etwas störend ist. Dass man einfach diese Objektfangspur etwas hinderlich ist, und man kann das Verhalten dieser Objektfangspur umstellen. Und zwar, indem man einfach entweder eine Systemvariable umstellt oder in den Optionen, wenn ich mal in die Optionen reingehe, auf dem Karteireiter Zeichnen, finden Sie hier diese Option Vollbild Spurvektor anzeigen. Wenn ich diese Option rausnehme und Ihnen nochmal zeige, wie sich dann die Objektfangspur verhält, ist das etwas anders, von diesem Mittelpunkt aus zum Beispiel. Dann bekomme ich zwar auch eine Objektfangspur, aber eben nicht über das gesamte Bild, sondern quasi nur herausgezogen von dem Punkt, von dem ich es gerade konstruiere. Und das kann unter Umständen eine Erleichterung sein, wenn Sie halt mit einer sehr komplexen Zeichnung arbeiten, wo sehr viele Punkte beieinander liegen. Wie gesagt, die Einstellung können Sie machen in den Optionen oder indem Sie die Systemvariable TrackPath umstellen. Die ist also momentan eingestellt. TrackPath auf dem Wert 1, wenn ich sie wieder zurückstelle auf den Wert 0, dann haben Sie also wieder das Ausgangsverhalten, dass halt diese Objektfangspur über den ganzen Bildschirm quasi sich erstreckt. So ähnlich wie Konstruktionslinien auch. Das sehen Sie hier. Okay. Entschuldigung. Dann schauen wir uns an ein Schraffurmuster. Wie erstelle ich mir ein, wie simuliere ich mir ein Schraffurmuster sozusagen? Ich habe also hier so einen schönen Stern.
wenn ich den jetzt mal auswähle und da zunächst mal so ein Muster erstelle. Das mache ich einfach mit dem Befehl Reihe. Wenn ich also hier auf den Reihe-Befehl gehe, dann sehen Sie nämlich hier die Vorgabeeinstellungen für die Anzahl in der Spalten und der Reihen quasi übernehme ich. Also es wird quasi mit 4 Spalten und 3 Reihen erstellt. Das Einzige, was ich ändere, sind die Abstände. Ja, das mache ich also hier über die Multifunktionsleiste. Die Spaltenabstände ändere ich jeweils auf 2 und die Zeilenabstände auch. Ja, sodass das Ganze einfach ein bisschen dichter wird. Dann habe ich also hier die entsprechende Reihe. Und das wäre jetzt quasi mein Schraffurmuster. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich mir ja meine Umgrenzung dazu setze quasi. Einfach als Polylinienumgrenzung. Ja, würde quasi so aussehen. Und dann schließe. Ja, und schlussendlich kann ich jetzt den Befehl zuschneiden verwenden oder Clip, um halt diese Schraffurmuster zu begrenzen auf diese Polylinienumgrenzung. Ja, das zuzuschneidende Objekt ist in dem Fall also hier dieses Muster, diese Anreihung von diesen Sternen. Ja, und dann sage ich, ich möchte eine neue Umgrenzung und wähle dazu eine Polylinie mit der Option Polylinie wählen, die habe ich ja vorher erstellt, wähle dann diese Polylinie aus und dann wird das Ganze also quasi getrimmt auf diese Polylinienumgrenzung. Ja, Sie sehen, es ist nach wie vor eine Anordnung, es wird quasi nur ausgeblendet. Ja, ich kann auch sogar noch hier diese Abstände und die Parameter entsprechend verändern, wenn ich das möchte. Ja, das die Ränder werden dann einfach anhand dieser Polylinienumgrenzung quasi ausgeblendet. Ja, es ist jetzt nicht wirklich eine Schraffur vergleichbar wie eine Schraffur, die ich mit dem Schraffieren-Befehl erstellt habe. Aber ja, dafür können Sie halt sehr individuelle Muster erstellen und relativ einfach dann entsprechend diese Umgrenzung erstellen. Okay. Ja, was ich Ihnen noch zeigen wollte, wenn ich jetzt mal, ich lösche das Ganze jetzt mal hier ja, mit dem Löschen-Befehl. Wenn ich jetzt hier in meiner Centerlinie noch bin und einfach mal ja, so eine Linie quasi zeichne, dann fällt Ihnen vielleicht auf, die einzelnen Liniensegmente, das ist ja jetzt so ein Linientyp mit kurzen Linien und langen Linien dazwischen, wie der sich verhält an den Ecken quasi. Ja, Sie sehen, wenn ich das nochmal ja, Sie sehen, dass das unter Umständen sehr ungleichmäßig ist. An den Ecken habe ich hier so ein sehr kurzes Segment und hier habe ich ein recht langes Segment. Ja, hier, das bewegt sich so in der Mitte. Hier habe ich auch ein recht langes, hier ein sehr langes Segment. Das heißt, da kann man sich unter Umständen daran stören, dass das ja vielleicht nicht so ganz das ist, was man erwartet. Ja, und der Grund dafür ist einfach, dass Sie sehen, dieser Linientyp, der hier erstellt wurde, ist für jedes Liniensegment dieser Polylinie quasi gleichmäßig aufgeteilt. Ja, das heißt, Sie haben jeweils am Anfang und am Ende dieses Liniensegmentes die gleichen Abstände. Ja, das sehen Sie auch hier. Da sind die gleichen Abstände. Bei dem Liniensegment sind die gleichen Abstände. Das ist einfach die Art und Weise, wie sich diese Polylinie, wie sich dieser Linientyp über die Länge dieser Polylinie erstreckt. Und das Ganze kann ich einstellen. Ja, das sehen Sie also auch, wenn ich hier diese Linie erzeuge, dann wird diese Linientyp quasi gleichmäßig in Bezug auf das Anfangs- und das Endliniensegment erstellt. Ja, so und so weiter. Wenn ich das nicht möchte, dann können Sie das entsprechend umstellen über die Eigenschaften so einer Polylinie. Ja, wenn ich jetzt mal diese Linie auswähle zum Beispiel, dann haben Sie in den Eigenschaften der Polylinie im Eigenschaftenfenster hier unten die Option Linientyp.
Ja, das heißt erstellen. Und wenn ich da mal reingehe und das umstelle auf den Punkt aktiviert, deaktiviert ist es, ist der Ausgangswert und aktiviert, dann verändert sich das Verhalten entsprechend, nämlich dass dieser Linientyp über die gesamte Länge der Polylinie entsprechend gestreckt wird. Und auch an diesen Eckpunkten, sehen Sie, wird einfach dann der Linientyp um die Ecke gebogen und ja, mit dem Ergebnis, dass es dann unter Umständen ungleiche Längen hat an diesen Ecken. Ja, aber das ist einfach der Unterschied zu dem vorherigen Verhalten. Ja, das ist hier diese Option. Wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, aber wir hatten durchaus schon Kundenanfragen dazu, die gesagt haben, wenn ich nach DIN-Norm zeichne, dann passt das aber nicht so ganz und wie kann ich das umstellen? Ja, das können Sie also auf diese Art und Weise machen. Es gibt da auch eine Systemvariable zu, wo Sie quasi festlegen können, wenn Sie neue Linientypen erstellen, dass die quasi automatisch immer auf diese Weise erstellt werden. Und die Systemvariable nennt sich P-Line-Gen. Oder P-Line-Gen, P-Line-Gen. Wenn ich die umstelle von dem Vorgabewert 0 auf den Wert 1, dann hat das halt zur Folge, dass alle neu erstellten Polylinien entsprechend, ja, dieses Verhalten aufzeigen, dass sie halt über die gesamte Länge der Polylinie gestreckt werden. Wenn ich also hier die Linie zeichne, dann sehen Sie, beim Zeichnen hat die zunächst mal noch das Verhalten. Sobald ich die Linie aber abgeschlossen habe, wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste sage Eingabe und schließe halt diese Polylinie ab, dann sehen Sie, was dann passiert. Nämlich dann, zack, wird sie quasi so umgestaltet, dass sie über die gesamte Länge entsprechend konstruiert wird. Ja, und das jetzt als Vorgabe, das ist halt diese Systemvariable P-Line-Gen. Ja, wenn ich die Werte auf 0 setze, dann habe ich wieder das Verhalten, was ich vorher hatte. Ja, dass ich quasi eine gleichmäßige Aufteilung habe über die einzelnen Linientypen. So, jetzt komme ich in die Situation, dass ich sage, ich habe vorhin was gelöscht und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, Sie sehen, dass das Ganze, was ich vorher gelöscht hatte, das schöne Linienmuster und was ich erstellt habe, die einzelnen Linien, die Abphasungen und so weiter, das habe ich aus Versehen gelöscht und möchte das gerne wieder haben. Wie können Sie das bewerkstelligen? Sie können natürlich hingehen mit den Zurückbefehlen, mit den Undo-Befehlen, wieder alles rückgängig machen bis zu dem Punkt, wo der Löschenbefehl passiert ist, aber dann verlieren Sie natürlich auch alles, was Sie in der Zwischenzeit gemacht haben, nämlich meine schönen Polylinien hier, die ich so mühevoll erstellt habe und die ich gerne behalten möchte. Nun, da gibt es einen Befehl, und zwar hat er einen sehr intuitiven Namen, das ist nämlich der Befehl Hoppla. Ja, wenn Sie Hoppla eingeben, dann bewirkt das einfach, dass der letzte Löschenbefehl rückgängig gemacht wird, unabhängig davon, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ja, wenn Sie an irgendeiner Stelle mal was gelöscht haben und Sie rufen dann später diesen Hoppla-Befehl auf, dann wird das Element wieder hergestellt und alles das, was Sie in der Zwischenzeit gemacht haben, bleibt halt erhalten. Das ist halt der Vorteil gegenüber dem Undo, was Sie hier oben über diese Zurückbefehle aufrufen können. Ja, das ist ein sehr intuitiver Befehl. Hoppla, im Englischen nennt sich der Befehl Ups. Okay, dann gehen wir nochmal zurück in unseren schönen Grundrissplan hier und kommen jetzt einfach in die Situation, wo wir zum Beispiel an welcher Stelle hier jetzt zum Beispiel diese Büroeinrichtung kopieren möchten. Ja, sage ich mal, diese Büroeinrichtung. Das heißt, den Schreibtisch hier, den Computer, das Telefon möchte ich einfach an eine andere Stelle kopieren. Das kann ich natürlich mit dem Kopieren-Befehl machen. Was Sie auch machen können, ist, indem Sie einfach die rechte Maustaste, mal markieren. Dass Sie einfach das Objekt
kopieren, indem Sie ja, es einfach durch Klicken und Ziehen mit der Steuerung-Taste an eine andere Stelle verschieben. Ja, das heißt, ich wähle es aus, verschiebe es dann, halte dabei die Steuerung-Taste gedrückt und ja, verschiebe es. Wenn Sie das Ganze machen mit der rechten Maustaste und verschieben und dabei die Steuerung-Taste gedrückt halten, dann hat das den zusätzlichen Vorteil, dass Sie so ein kleines Kontextmenü bekommen. Ja, das heißt, ich kann sagen, ob ich das Element hierhin verschieben möchte, dass also das Ausgangselement quasi gelöscht wird, ob ich es hierhin kopieren möchte oder ob ich es hier als Block einfügen möchte. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe also gesagt, hier Block einfügen an dieser Stelle und was jetzt passiert ist, dass ich hier quasi aus diesem Element, ja, Sie sehen, wenn ich das auswähle, ist es also ein Block. Ja, nochmal das Ganze, wenn ich jetzt hier nochmal hingehe und zum Beispiel einfach nur diesen Schreibtisch und das Telefon bei gedrückter rechter Maustaste verschiebe und dann die Steuerung-Taste drücke, wenn ich es absetze, dann kann ich sagen, ich möchte es hierhin als Block verschieben. Ja, ich habe also hier jetzt zwei Blöcke und wenn ich mir diesen Block mal ansehe, dann sehen Sie in der in dem Eingabefenster, in dem Eigenschaftenfenster, ja, das hat so einen etwas kryptischen Namen. Das ist natürlich ein automatisch erstellter Block, der jetzt quasi einen Vorgabenamen zugewiesen bekommen hat. Das ist diese A-Dollar-Irgendwas-Name, den dieser Block bekommen hat. Anhand dessen kann ich den auch wieder einfügen. Wenn ich also hier auf Block einfügen gehe, ja, dann sehen Sie, ist also hier in der Blockliste vorhanden, ganz normal, aber ist natürlich vielleicht nicht so unbedingt schön zu handhaben. Ja, einfacher ist es, wenn ich den ganzen einen intuitiven Namen gebe und das kann ich machen, das Umbenennen von Blocknamen mit dem schönen Befehl umbenennen. Ja, wohlgemerkt umbenennen ohne das en am Ende, einfach umbenennen. Ja, und da können Sie bestimmte Elemente, benannte Objekte in Ihrer AutoCAD-Zeichnung umbenennen. Ja, neben Layern und so weiter halt auch Blöcke. Wenn ich einfach diesen Block auswähle, kann ich den also hier in dieser Liste anwählen. Ich sehe den hier oben, sehe den alten Namen und kann dementsprechend einen intuitiven neuen Namen geben. Schreibtischkombination. So. Ja, und dann ist dieser Blockname entsprechend umbenannt und das ist dann einfach ein bisschen einfacher. Okay, ja, wo wir beim Umbenennen waren, einfache Befehle zur Verwaltung Ihrer Zeichnung. Wir bekommen immer wieder die Anfrage, wenn ich hier so eine, ich gehe mal in den Layer-Eigenschaften-Manager, wenn ich mir mal die Layer-Liste aufrufe, ja, dann sehen Sie, habe ich hier eine relativ lange Layerliste. Gibt es irgendeine Möglichkeit, um diese Layerliste zu exportieren in eine Excel-Tabelle? Ja, die gibt es. Es ist vielleicht nicht so ganz einleuchtend oder intuitiv. Und was Sie machen können, ist einfach, um diese Layerliste zu exportieren, gibt es keinen expliziten Befehl, sondern Sie können einfach die Layer markieren und dann die ja, quasi über die Zwischenablage mit Steuerung C das entsprechend kopieren. Und wenn Sie dann in Excel sind, wiederum mit Steuerung V diese Layer entsprechend einfügen. Ja, und wenn ich dann das Ganze ein bisschen anpasse, dann sehen Sie halt hier entsprechend die Eigenschaften dieser Layer. Ja, Farbe und so weiter, Linientyp und was auch immer. Sie können das auch machen, inklusive des Headers hier, also des Spaltenkopfes, einfach indem Sie, wenn Sie Steuerung A sagen, also alles markieren mit Steuerung A in der Layerliste und dann mit Steuerung C diese Layerliste kopieren und dann wiederum in Excel das Ganze einfügen. Ich mache es mal hier. Ja, dann haben Sie auch die Spaltenköpfe mit dabei. Status, Name, ein, aus, frieren und so weiter. Ja, und da entsprechend diese komplette Layerliste.
Ja, ist nicht so ganz offensichtlich eigentlich, aber ja, wenn man es weiß, unter Umständen sehr hilfreich. Also das ist auch eine Frage, die durchaus mal an uns gerichtet wird. Okay. Layerliste. Dann schauen wir uns noch kurz an in dem ja, Layout-Bereich. Ich bin mich jetzt in einem Layout-Bereich, habe da ein Ansichtsfenster entsprechend mit einem Ausschnitt auf meinen Grundriss platziert. Wenn ich da jetzt reingehe, um einen entsprechenden Teilbereich zu bearbeiten, ich markiere das also, ja, gehe also hier rein und möchte jetzt das Büro von John bearbeiten. Ja, dann sehen Sie, ist ja immer die Gefahr, wenn ich jetzt hier in dem Layout bearbeite, mich bewege, dass dann der Maßstab verloren geht. Ja, wenn ich hier zoome, dann würde quasi der eingestellte Maßstab für dieses Ansichtsfenster verloren gehen. Ja, das Ganze kann ich verhindern, indem ich diese Anzeige sperre. Ja, wenn ich das entsprechend sperre, dann kann ich dann zwar reingehen, aber ja, zoomen bewirkt dann, dass quasi alles gezoomt wird, inklusive des ja, des ganzen Papierbereichs mit. Und da ist dann das Problem, dass ich unter Umständen irgendwelche Bereiche, die ich hier außerhalb des sichtbaren Bereiches bearbeiten möchte, nicht, ja, nicht gegriffen bekomme. Was ich da machen kann, ist diese Option Ansichtsfenster maximieren verwenden. Ja, das heißt, wenn ich da das Ansichtsfenster anwähle und in Ansichtsfenster maximieren gehe, dann komme ich quasi innerhalb des Ansichtsfensters in einen Modellbereich, ja, und kann da dann ja bestimmte Bereiche bearbeiten, die auch außerhalb des sichtbaren Bereiches für das Ansichtsfenster sind. Ja, und wenn ich dann hier auf den Rahmen doppelklicke, dann bin ich also wieder in meinem Papierbereich. Da können Sie jetzt sagen, okay, da kann ich auch gleich in den Modellbereich reingehen. Wo ist da der Unterschied? Es kann unter Umständen einen Unterschied machen, wenn Sie das Ansichtsfenster entsprechend definiert haben, dass halt nur bestimmte Layer angezeigt werden, die Layer unter Umständen überschrieben sind, bestimmte Farben verwendet werden, die jetzt von der Modellbereich-Darstellung abweichen. Dann haben Sie halt hier im Ansichtsfenster-Bearbeitungsmodus genau diese Darstellung, die Sie da möchten, die eben dann im Modellbereich unter Umständen anders sein könnte. Und ja, das ist da das, was den Unterschied ausmacht. Gut, dann haben wir noch ja, zwei kleine Sachen, die wir Ihnen zeigen möchten. Wenn Sie jetzt ja, so ein alter Hase sind in AutoCAD und unter Umständen viel mit der Kommandozeile arbeiten, wenn Sie also viel mit irgendwelchen Kürzeln arbeiten, zum Beispiel für Kopieren, K, für AR, für Abrunden und so weiter. Ja, es gibt ja viele Anwender da, die diese ganzen Kürzel quasi schon im Blut haben. Dann kommen Sie da unter Umständen an das Problem, dass ja, Sie quasi zu schnell tippen und ja, dieser Befehl quasi nicht richtig funktioniert und die Hilfe da nicht angezeigt wird. Ja, Sie haben ja diese Hilfe, die da aufpoppt quasi, die wird mit einer gewissen Verzögerung angezeigt. Wenn ich also bestimmte Befehle eingebe, dann bekommen Sie immer diese Kontexthilfe, wo Sie Vorschläge bekommen für diese bestimmten Befehle. Und dieser Verzögerungswert, mit dem diese Liste quasi angezeigt wird, der kann eingestellt werden. Und zwar, wenn Sie in dieses Werkzeugsymbol gehen für die Kommandozeile, gibt es unter den Eingabeeinstellungen die Verzögerungszeit. Und das ist genau diese Verzögerungszeit, mit der diese Hilfe quasi angezeigt wird. Und das können Sie entsprechend verändern. Der momentane Wert oder der Vorgabewert ist da 300 Millisekunden, also 0,3 Sekunden quasi. Das können Sie entsprechend vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie da schnell tippen, können Sie das entsprechend vergrößern und kommen dann nicht in Konflikt mit diesem Kontextmenü, was da angezeigt wird. Ja, darüber hinaus, wenn Sie jetzt viel mit der Hilfe arbeiten oder mit der Kommandozeile arbeiten, wie auch jetzt mit dem Modellbereich, das können Sie sich alles einstellen. Sie können hier in den Optionen unter Anzeige, unter diesem Karteireiter Farben, ja, sich beliebige Farben einstellen für Ihre AutoCAD-Umgebung. Ja, ich kann also hier sagen, für
Den Modellbereich Hintergrund kann ich hier einstellen, schwarz oder weiß. Das ist ja immer so eine ja, fast schon philosophische Frage. Arbeiten Sie mit schwarzem oder mit weißem Hintergrund? Das kann ich machen, wie ich möchte. Natürlich auch alle Grauabstufungen oder was auch immer. Die Kommandozeile kann ich ebenfalls einstellen. Es gibt manche Anwender, die da gerne mit einem blauen Hintergrund arbeiten, mit gelbem Text. Das kann ich hier alles entsprechend einstellen. Ja, unter der Befehlszeile. Hintergrund des Befehlsverlaufs, ja, da kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne blau haben und einen gelben Text beispielsweise, ja, wenn Sie das dann möchten. Das ist entsprechend, ja, vollkommen anpassbar. Okay, das war es schon, ja, von der praktischen Seite, was ich Ihnen zeigen wollte im Programm. Wir schauen noch mal hier, was wir an weiteren ja, Material für Sie zusammengestellt haben. In der PowerPoint-Datei finden Sie noch hier den Link auf das Video von der vorhergehenden Sitzung. Ja, Sie haben ja die Produktivitätstipps und Tricks, da finden Sie die Aufzeichnung von der vorhergehenden Sitzung auf YouTube. Wenn Sie sich das nochmal ansehen möchten, dann ja, ist es ja einfach, den Link haben Sie in der PowerPoint hier. Den Blog von Lynn Allen kann ich Ihnen ans Herz legen. Sie gibt sehr viele Informationen, Hintergrundinformationen zu AutoCAD. Einmal im Jahr findet ja mittlerweile auch in Deutschland die Autodesk University statt mit vielen hilfreichen Beiträgen von Autodesk-Mitarbeitern und auch Gastrednern. Und da haben wir also hier unter diesem Webportal die entsprechenden Inhalte hinterlegt. Heidi Hewitt ist eine Mitarbeiterin von uns, die ebenfalls einen Blog hat, einen Insider-Blog, der ebenfalls sehr hilfreiche Informationen hat. Das Autodesk User Forum, da sind Sie eingeladen. Benutzer oder AutoCAD-Anwender helfen sich gegenseitig. Ja, da können Sie also auch hilfreiche Informationen finden, wenn Sie da entsprechend ja, Probleme posten und da dann sehr schnell eine Rückmeldung in der Regel bekommen von anderen Anwendern. Oder vielleicht auch anderen Kollegen weiterhelfen können bei bestimmten Punkten, bei denen Sie stecken geblieben sind. Dann hier ein Verweis auf die Hilfedatei, neue AutoCAD-Befehle und Systemvariablen in der Version 2016, wenn Sie das interessiert. Und die AutoCAD User Group International, AUGI. Das ist also eine internationale ja, User-Gemeinschaft von AutoCAD-Anwendern, die auch unter anderem jedes Jahr eine Liste herausgibt mit AutoCAD-Features, die Sie gerne in der nächsten Version sehen möchten. Und ja, wenn Sie da dann teilnehmen möchten und dafür abstimmen möchten oder selber Vorschläge einreichen möchten, ist das vielleicht ein hilfreicher Link für Sie. Okay, dann, bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich noch eine abschließende Frage für Sie. Ja, wenn Sie uns da kurz eine Rückmeldung geben könnten, haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas Neues gelernt? Ja, wenn Sie einfach da auf Ja oder Nein klicken können. Das ist immer sehr hilfreich für uns, ob wir uns mit der Themenauswahl so in eine richtige Richtung bewegen. Und da sind wir natürlich auch dankbar, ja, für entsprechende Vorschläge, für neue Themen oder was Sie da entsprechend haben möchten. Und natürlich auch für Lob, wenn Sie sagen, das war sehr hilfreich, das hat mir weitergeholfen, das war wert, jetzt diese Stunde mir das anzuschauen. Okay, vielen Dank dafür. Ja, und dann schauen wir mal, was noch an Fragen übrig geblieben ist. Ja, es gab eine Menge Rückmeldungen. Ich sehe das Bild nicht. Bildschirm ist nicht Ja. da. Holger, es gab keine weiteren Fragen heute. Okay, wunderbar. Danke, Carsten. Ja, entschuldige nochmal für das technische Problem am Anfang. Wie gesagt, man sitzt immer auf dieser Seite und ja, weiß dann unter Umständen nicht, wie viel dann tatsächlich bei den Teilnehmern ankommt. Aber vielen Dank für die Hinweise. Okay, gut, dann ja, haben wir keine weiteren Fragen. Wir schauen mal, was in Zukunft bei den nächsten Terminen auf Sie zukommt. In 2 Wochen, am 25. Juni, findet also das nächste Webinar statt. Da schauen wir uns die Ändern-Befehle an. Welche Befehle gibt es und welche Vorgehensweisen zum Ändern und Modifizieren von Objekten? Ein weiteres Webinar aus der Reihe Back to Basics. Dann das nächste Webinar am 9. Juli. Da haben wir das Thema, welcher Linientyp sind Sie? Da geht es natürlich um Linientypen. Wir schauen etwas weiter rein. Wie werden Linientypen definiert? Wie werden diese verwaltet in Zeichnungen? Wie können Sie ändern, selber Linientypen erstellen und so weiter? Das heißt, das ist ein Webinar aus der Reihe Beyond the Basics. Da geht es also ein bisschen mehr ans Eingemachte.
Okay. Ja, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war für Sie hilfreich und ja, würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und dabei sind. Und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag bei diesem schönen Wetter hier, zumindest in Köln. Ja, es ist eigentlich Wetter zum Rausgehen und ein Eis zu essen. Vielen Dank und bis dahin. Auf Wiedersehen.